Österreich ist Spitze. In welchen Bereichen, außer beim Skifahren, kann man das schon behaupten? Beim Einkaufen. Österreich hat EU-weit am meisten Geschäftsfläche pro Einwohner und es wird hurtig weitergebaut. An jedem Kreisverkehr ein Einkaufszentrum oder zumindest einen Supermarkt. Das scheint das Ziel der heimischen Raumplaner und Bürgermeister zu sein. Die Gewerbezonen rund um Städte und Dörfer wachsen, während die Ortszentren veröden und nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell ausbluten. Zudem werden für die Speckgürtel an der Peripherie Unmengen an ökologisch wertvollem Boden weggeschaufelt. Mehrere Hektar Grünland pro Tag werden zubetoniert, berichtet Franziska Meyer-Keber. Ungebrochener Bauwahn einerseits, Jahrhunderthochwasser andererseits. Shoppinglust im Einkaufstempel, Kreislersterben in den Ortskernen. Das sind nur einige Folgen des ungebremsten Bodenverbrauchs. Täglich werden in Österreich 20 Hektar verbraucht. Das entspricht 28 Fußballfeldern, auch in Hochwassergebieten. Ein Großverbraucher, der Handel. Er ist immer noch auf Expansionskurs, obwohl Österreich mit 1,76 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Kopf den Spitzenwert in der EU hält. Einkaufszentren sind eigentlich mittlerweile eine ganz wichtige Asset-Klasse, eine ganz wichtige Investitionsklasse geworden. Das heißt, es gibt da einen eigenständigen Markt, der diese Produkte nachfragt und die einfach investieren will, um Renditen, kalkulierbare Renditen vor allem zu erzielen. Gute Rendite hat sich die Bank Austria als Investor beim G3 in Gerersdorf versprochen. 190.000 Quadratmeter Fläche hat das gigantische Projekt verschlungen. Wie viel Boden das ist, wird erst am einkaufsfreien Sonntag offensichtlich. Eröffnet hat das G3 im Herbst letzten Jahres. Und das, obwohl die niederösterreichische Raumordnung diese Flächenverschwendung seit 10 Jahren dezidiert verbietet. G3 könnte heute eben nicht mehr entstehen, weil es die letzte Widmung eines Einkaufszentrums auf der grünen Wiese war. Aber es ist das letzte, das damals, ich denke ungefähr einen Monat vor der Beschlussfassung der Raumordnungsnovelle gewidmet wurde und diese Widmung auch in dem Fall konsumiert hat, indem sie immer wieder mit Pausenmaßnahmen die Verlängerung der Widmung erreichen konnte. Ein Paradebeispiel dafür, wie zahnlos das Instrument der Raumordnung ist. Einkaufsparadiese vom Fachmarktzentrum am Ortsrand bis zu den Shoppingboxen am Kreisverkehr gelten als Goldgruben. Auch für die Gemeinden. Sie bringen Arbeitsplätze und die wiederum spülen Steuern ins Haushaltsbudget. In Parndorf wird rund um das burgenländische Disneyland der Modesparefrohs weiter fleißig ausgebaut. Nicht nur die Verkaufsfläche explodiert, auch die Straßen werden ausgedehnt. Der Bürgermeister ist seit Jahren im Wachstumstaumel. Ja, wir haben in Parndorf mittlerweile ein Budget von über 10 Millionen Euro im Jahr. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Bürgermeister. In dieser Zeit haben wir einen neuen Bauhof gebaut, haben wir das Feuerwehrgebäude komplett neu gestaltet, haben wir einen Volksschulzubau und Umbau um über 3 Millionen gemacht und haben auch beim Kindergarten dazu gebaut. Also eine Großbaustelle jagt die andere. Der Boom auf der grünen Wiese schafft Leerstände in den Ortskernen. Die gewachsenen kleinteiligen Strukturen verschwinden. Zu kompliziert und zu teuer ist es für Gewerbetreibende, in alte Substanz zu investieren. Da ist er mit dem Denkmalamt konfrontiert, ist konfrontiert mit sehr hohen Grundstückskosten, mit sehr hohen Errichtungskosten, mit Anrainerproblemen. Das tun sie einmal wegdividieren und schauen auf die grüne Wiese. Diese Probleme haben sie dort nicht. Es ist wesentlich einfacher, diese derartigen Dinge dort umzusetzen. Doch mittlerweile entstehen auch an der Peripherie Brachen. Die neuen Shopping-Dorados locken den Handel nur an andere Plätze. Der Markt ist ja längst gesättigt. Selbst schicke Einkaufszentren wie das Leoville bei Wiener Neustadt sind betroffen. Seit 5 Jahren wartet es auf Wiederbelebung. Wüsten der Wegwerfgesellschaft. Für jedes neue Bauvorhaben wird fruchtbarer Boden, der sogenannte Mutterboden, abgetragen. Einmal verbaute Flächen wieder urbar zu machen, ist aufwendig und kostspielig. 1000 Jahre würde es dauern, bis sich der Boden regeneriert, wird nicht nachgeholfen.
ich muss eben dann auch Mutterboden wieder aufbringen, um eben letztlich dann das wieder kultivierbar zu machen. Aber wenn ich das jetzt aufsummiere, dann ist das einfach keine Alternative. Das ist in Einzelfällen an ganz exklusiven Stellen vielleicht möglich, aber es ist nicht ein Massenprogramm sozusagen, wo ich wirklich große Planungsfehler der Vergangenheit auf diese Weise eben wieder heilen kann. Und ganz abgesehen vom Verlust an Natur, von Postkartenidylle kann bei den kommerziellen Speckgürteln auch nicht die Rede sein. Was bedeutet das, wenn wir eigentlich unsere traditionellen Siedlungsformen derartig sozusagen verhunzen, indem wir eben Objekte dorthin stellen, die den jeglichen bisherigen Maßstab sprengen, die jegliche Gestaltungsmerkmale sozusagen ignorieren bisher, die sehr stark nur vom Funktionalismus getrieben sind, wo eben Schönheit keine Kategorie ist. Wir alle sehnen uns eben nach bestimmten Bildern, und wenn ich heute eben eine Postkarte aus einem bestimmten Ort schreibe, dann ist auf dieser Postkarte eigentlich abgebildet, wie ich gerne diesen Ort sehen möchte. Unmut über die Entwicklung macht sich breit, in der Landwirtschaft und in der Bevölkerung. Das Künstlerduo Steinbrenner Dämpf karikiert die Planungskompetenz der Lokalkaiser mit einem Bonbonstand völlig unzugänglich mitten im Kreisverkehr. Ein Planungsfehler als Kunstaktion. Mit Blasmusik wird das Unding eingeweiht. Ein humorvolles Statement gegen die Unkultur am Ortsrand, von der sich die Bürgermeister zuckersüße Erträge erhoffen. Ganz im Gegensatz zu besorgten Bürgern. Das hat wirklich ein besorgter Bürger angerufen, um also den Besitzer dieser Bonbonhütte mitzuteilen. Denken Sie nochmal nach. Ich glaube, der Standort ist nicht ideal, und er hat ja nicht Unrecht. Und so gesehen muss man ihm ja dankbar sein. Ob da nicht die Bürger klüger sind als so mancher Politiker?